Moin meine lieben Heimberger Freunde. Ja, heute geht es um die Tischkreissäge, nicht speziell um meine Tischkreissäge, generell um die Tischkreissäge. Und zwar habe ich nämlich was Schönes bekommen, was die Sägeleistung ja um einiges verbessert. Also da macht das Sägen definitiv mehr Spaß. Was ich jetzt damit meine, das zeige ich euch jetzt nach dem Intro. Viel Spaß bei dem Video. Heimwerker-Time. Und zwar geht es nämlich darum, oder es geht heute um ein Kreissägeblatt, und zwar ein bestimmtes Kreissägeblatt, und zwar von Freud, die roten, Diablo werden die auch ganz oft geschimpft. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, viele Amerikaner haben ein rotes Sägeblatt und ich habe mich immer gefragt, was ist das für ein Sägeblatt? Vor allen Dingen, wenn die in den Videos ihre Bretter sägen, dann fegen die da mit den Hölzern da durch. Da habe ich immer gedacht, das kann nicht sein, ob das vorgespult ist oder sonstiges. Auf jeden Fall habe ich dann mal recherchiert und habe dieses Sägeblatt hier gefunden und das habe ich mir mal bestellt. Das kam sogar extra aus England. Habe aber leider die falsche Größe davon bestellt. Oder na, ich habe nicht die falsche Größe bestellt, ich habe schon richtig bestellt, habe aber dieses halt bekommen. Das war alles irgendwie auf Englisch, das war ziemlich kompliziert. Auf jeden Fall habe ich dieses Sägeblatt jetzt schon über Monate und ich bin sowas von begeistert von. Und habe jetzt nochmal im Internet recherchiert, ob ich dieses vielleicht doch nochmal größer kriegen könnte, auch bei uns in Deutschland. Und Leute, passt auf, ich habe jemanden gefunden. Und zwar die Jungs vom Sauter Shop, die haben zufälligerweise die Sägeblätter, die ich die ganze Zeit gesucht habe und in England bestellt habe. Und zwar in der richtigen Größe für meine Tischkreissäge. Also ich brauche ja eine 250er Blatt brauche ich und dieses ist ein 200er Blatt. Ja, und jetzt, das ist auch noch das Coole, jetzt haben die das auch noch als Set. Also ich habe nicht ein Sägeblatt, sondern gleich drei Sägeblätter und die haben die da nämlich in so einer Aktion, oder was heißt Aktion, ein Sägeblatt kostet sonst so um den Schnitt um die 50 Euro, mal mehr, mal weniger, und die haben im Moment, oder im Moment nicht, die haben, ich habe ja noch selber mit denen gesprochen, also die haben das Set eigentlich dauerhaft im Bestand, das ist ein Dreier-Set mit verschiedenen Zahnungen. 24, 60 und 40, also du bist mit allen abgedeckt, da sind alle Blätter bei, die man eigentlich braucht für Längs- und Querschnitte, für Längs- und Querschnitte, also quasi das eine Blatt ist für Längsschnitte besser geeignet, das andere für Querschnitte besser geeignet oder Plattenschnitte, je nachdem. Auf jeden Fall habe ich die gefragt, ich sage, wie sieht das aus, ihr habt das ja im Set und ich finde das Sägeblatt wirklich so geil, dass ich gesagt habe, hey, da möchte ich ein Video drüber machen, und die vom Sauter Shop, die haben gesagt, hey, ja, gerne, auf jeden Fall, dann haben die mir das zur Verfügung gestellt, dass ich da nochmal ein Video drüber machen kann, weil ich kann es nur immer wieder sagen, ich finde das Sägeblatt Hammer, ich sabbel auch keinen Blödsinn, also wir werden das noch einsparen, ich werde euch das gleich vorzeigen und alles, ich würde aber sagen, ihr guckt euch jetzt mal mit mir die Sägeblätter an, da stehen auch so die ein oder anderen Sachen mit drauf. Und danach werden wir dann mal ein bisschen sägen. So Freunde, dann würde ich sagen, wir gucken uns die einzelnen einfach mal an. Ich fange jetzt mit dem, ja, nicht mit dem kleinsten Blatt, aber mit dem am wenigsten Zähne an. Hier kann man das auch gut erkennen. 250er Durchmesser, 2,8 x 30, also 30er Aufnahme. 2,8 ist die Blattstärke. 24 Zähne, HM ist glaube ich Hartmetall. Hier ist auch so eine Skala, da kann man das auch gut sehen, wofür dieses Blatt sehr gut geeignet ist. Hier unten sind so Smileys, finde ich auch nicht ganz gut erklärt, ist recht einfach erklärt. Hier ist dann ein Bild drauf für Längsschnitte, Querschnitte, Spanplatten und das ist glaube ich hier Multiplexplatten oder Lineplatten. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel guckt, die Skala schlägt hier voll aus. Für Längsschnitte ist dieses auf jeden Fall sehr geeignet. Ich meine, das ein oder andere, das wissen wir ja, umso kleiner die Zähne sind oder umso weniger Zähne dieses Sägeblatt hier hat, ist es auch mehr für Längsschnitte geeignet. Das ist überall hier so drauf erklärt. Also ich finde das echt praktisch, wenn man sich jetzt mal dieses anguckt, das ist mit 40. Hier sieht man dann halt auch Längs- und Querschnitte, ist beides gleich. Also ist dieses auch gut für beides geeignet, für Längs- und Querschnitte. So, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt hier guckt, das hat 60 Zähne, da sieht man das Querschnitt, also Querschnitt quasi, ist auch voll ausgeschlagen, aber Spanplatten kann man auch noch, also hier, wie gesagt, hier sind ja die Smileys,
Aber dann steht hier unten, ich meine, dass das Leinplatten sind, sowas wie Multiplex oder Sperrholz, wäre das jetzt nicht so gut geeignet. Also so zumindest hier die Erklärung. Also ich finde es echt gut. Wie gesagt, man ist mit allen, ja, man ist komplett ausgestattet. Also man hat das 60er, weil man braucht nicht mehr. Also 80er Blatt hast du vielleicht bei einer Kappsäge, wo du meistens Querschnitte machst. Also 60 Zähne ist schon, also werde ich glaube ich sehr selten benutzen, aber hier dieses 40er und das 24er, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber, also ich meine, das 60er könnte man auch gut nehmen. Ach, hier ist ja auch, hier steht ja auch Plywood drauf, also Sperrholz ist nicht so geeignet. Ich glaube, das 60er könnte man auch gut nehmen, wenn man ja, Siebdruck zum Beispiel schneidet. Aber das werden wir mal ausprobieren. Ich würde sagen, ich spanne mal eins an und dann gucken wir uns das mal an. Also ich hoffe, dass ich das gut rüberbringen kann im Video. Also das macht echt Spaß mit dem Sägeblatt. Ich werde jetzt das, was wollen wir denn mal einspannen? Ich werde das 40er mal einsparen, dann sind wir auch gut abgedeckt mit Längs- und Querschnitte. Das mache ich jetzt. So Freunde, ich habe mir das jetzt mal anders überlegt. Wir machen das jetzt so. Ich werde jetzt alle drei Sägeblätter werde ich jetzt mal eben vorzeigen oder demonstrieren. Fange jetzt mit dem am wenigsten Zähne hat, fangen wir jetzt mit an, mit dem 24er, was ja mehr oder weniger, oder das heißt mehr oder weniger, aber sehr gut für Längsschnitte geeignet ist und Harthölzer. Und ich habe sogar noch ein bisschen was hier, können wir das nämlich gut ausprobieren. Gucken, wir wollen ja ein paar mehrere Schnitte machen. Mal sehen hier. So. Womit fangen wir denn an? Ich habe hier nämlich so ein Eibestück, das ist nämlich auch recht hart. Sibirische Lärche habe ich auch noch. Müssen wir mal sehen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal hiermit an. Da können wir einen schönen Längsschnitt mitmachen. Bongossi hätte ich auch noch. Mein beliebtes Gartenholz. Das werden wir da jetzt auch durchjagen. So, Ohrbommels. Los geht's. Ja, habt ihr ja gesehen, also das geht echt super. Ich bin da, kann da so durchjagen mit. Also Bongossi, das nennt man das Eisenholz. Also das ist sehr, sehr, sehr hart und sehr stabil. Ja, keine Brandspuren, nichts. Also gut, klar, ist ein neues Sägeblatt. Wann hat man da irgendwie Brandspuren? Meistens, wenn es irgendwie stumpf ist oder so. Das ist ja auf jeden Fall auch niegelnagelneu. Aber ich konnte da locker, konnte ich das durch die Säge hauen und mit einer PTS-10. Ne? Also das ist hier keine teure, keine Ahnung, 1000 Euro Säge oder sowas. Ja, ist halt ein, ja, eine Heimwerker-Säge, aber dadurch, dass ich gute Sägeblätter habe, kann ich sowas auf jeden Fall sägen, ist gar kein Problem. Also habt ihr ja gerade gesehen. Das ist hier Eibe, das ist auch ein sehr, sehr hartes Holz, also das war gar kein Thema, das zu sägen. Das war jetzt das 24er, jetzt machen wir mal das, das war das andere, das 40er drauf. Schmeißen dann nochmal ein bisschen was durch. Dann zeige ich euch das mal. So Freunde, jetzt habe ich das 40er eingespannt. Jetzt hier haben wir da auch nochmal Bongossi durch. Das habe ich ja geguckt, oder haben wir ja von gesehen, ist für Längs- und Querschnitte gut geeignet. Ich werde einfach mal alles ein bisschen durchschmeißen da. Hier ist auch noch ein bisschen Multiplex. Gucken wir uns das mal eben an. Achso, auch anmachen, ne?
Ja, habt ihr ja gesehen. Auch gar kein Thema. Ich habe vorhin mal nachgemessen. 4,5 cm ist das stark. Also das ist natürlich auch mächtig. 4,5 und dann ist es Hartholz. Wie gesagt, Eibe. Also ich finde es einfach nur klasse. Also für mich ist das einfach so, dass meine Möglichkeiten einfach dadurch sich steigern. Weil ich habe immer so gedacht, ja, vielleicht brauchst du eine neue Säge. Schaff's nicht so, wenn du öfters mal was mit Hartholzern machen möchtest. Aber gar kein Thema. Also können wir auch nochmal Bongossi hier nochmal durchschmeißen. Also das sind jetzt schon echt Hölzer. Ja, das ist kein weiches Holz. Also das ist schon. Oh ja, dann gucken wir. So, Bongossi habe ich auch durchgejagt. Hat man schon gemerkt, dass das bei dem 24er, also ich sage jetzt mal 24er, das Sägeblatt mit den 24 Zähnen, da ging das ein bisschen leichter, aber das hat auch noch funktioniert. Wie gesagt, das ist ja so, das 40er ist für Längs- und Querschnitte, also das ist so für beides geeignet. Ich habe ja jetzt meistens längs jetzt geschnitten. Ich kann jetzt auch noch mal was anderes durchhauen. Auf jeden Fall. Ja, wenn man dann halt sowas hat, also da würde ich dann schon eher das Sägeblatt nehmen mit 24. Also bei dem Bongossi, wie gesagt, es hat noch geklappt. Kann man vielleicht noch mal ein, zwei Schnitte machen, aber wenn man mehr aufschneiden möchte, würde ich schon das Sägeblatt auf jeden Fall tauschen. So, jetzt können wir noch mal hier so ein bisschen, was habe ich denn hier noch? Baue hier mal so ein Buchenstück durch. So, das war jetzt Buche, auch also so eine Leinplatten, war noch so ein Reststück davon. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Alles, was so 18, 22 mm stark, also das kannst du da so durchhuschen, das ist überhaupt gar kein Ding. Wie gesagt, dieses waren jetzt schon 4,5 cm, also ist natürlich wesentlich kräftiger, muss die Maschine auch mehr arbeiten, mehr Aufwand, mehr Spanabnahme. Also das hat aber auch super funktioniert. Ich würde sagen, wir schmeißen jetzt nochmal das 60er rein. Da kann man ja ganz gut mal Platte, können wir mal eine Siebdruckplatte durchschmeißen, wie das damit dann aussieht. Ich baue das mal eben um. So, bei dem 60er Blatt werde ich jetzt kein Hartholz durchschmeißen, also kein Bongossi oder Eibe oder sowas. Das ist einfach nicht sinnvoll, also das mache ich mir dann gleich kaputt. Aber wir können mal ein bisschen Platten zuschneiden. Hier habe ich auch nochmal Buche, das werde ich da auch nochmal durchjagen. Kann man mal gucken, wie sich das verhält. Achso, muss ich auch wieder anmachen. So Leute, jetzt habe ich mal das mit 60 Zähnen habe ich ja eingespannt. Jetzt ist nichts ausgefranst, gar nichts. Hier kann man das gut erkennen. Mal sehen, wie ich euch das vernünftig zeigen kann hier. Also ist nichts abgefranst oder aufgeplatzt oder sonstiges. Also die sind sehr gut für diese geschichteten Platten auf jeden Fall. Also die Siebdruck habe ich ja jetzt damit geschnitten. Also ist echt genial. Ich finde es mega. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet, wie schnell ich die da auch durchgejagt habe. Kann euch das ja nochmal zeigen. Ich jag da nochmal ein paar Bretter durch. Und dann schnacken wir uns gleich auf jeden Fall weiter. Oder wieder, je nachdem.
Also Freunde, ich habe euch ja jetzt mal so im Kurzen alle drei Sägeblätter mal so vorgezeigt, also wie man damit sägen kann, was man da am besten mit sägt. Ich bin ehrlich, ich bin jetzt nicht der Mega-Fachmann und kann euch genau sagen, was für eine Zahnung das ist. Oder es gibt ja bei diesen Zähnen diese verschiedenen Formen, habt ihr ja bei diesen Sägeblättern jetzt auch gesehen. Wie das jetzt genau ist, das kann ich euch auch nicht sagen. Ich weiß aber, dass man gewisse Sägeblätter für bestimmte Schnitte halt gebrauchen kann. Das 40er ist für längs und quer. 60er ist am besten für Querschnitte oder so wie jetzt die Siebdruckplatte, die konnte man super damit schneiden. Und umso weniger Zähne das Blatt hat, umso mehr ist es auch für Hartholz und für Längsschnitte zum Beispiel geeignet. Und ich bin damit super abgedeckt und ja, mir war das einfach nur wichtig. Ich möchte euch einfach das mal erzählen, was für ein geiles Sägeblatt das ist. Wie gesagt, ich habe das gehabt, schon über Monate, nur leider in klein. Habe es nicht gefunden, also zumindest nicht in Deutschland. Jetzt habe ich gesehen, über Instagram habe ich gesehen, dass der Sauter-Shop dieses Set halt hat. Und Leute, wisst ihr, was ich so geil finde? Ein so ein Sägeblatt kostet, wie gesagt, zwischen 50, 60, also so plus minus. Alle drei Sägeblätter gibt es im Set für 99,90, glaube ich, also knapp 100 Euro. Das habe ich mir jetzt geholt. Also ich finde es mega. Ich werde euch auch alles unten verlinken, also zum Shop da. Da packe ich euch unten in die Videobeschreibung, packe ich euch den Link unten mit rein, wo es die gibt. Also ich finde sie mega. Ich möchte kein anderes Sägeblatt mehr haben. Und die Freud, die werden in Italien gefertigt, das weiß ich auch. Das wusste ich vorher allerdings schon, weil ich ja meine Cup-Säge habe. Und da ist nämlich auch ein Freud-Blatt drauf. Also Bosch, die haben teilweise auch diese Sägeblätter und die sind wirklich sehr, sehr gut. Das sind die roten. Wie gesagt, Diablo werden die, glaube ich, auch geschimpft. Das sind immer die, die man bei den Amerikanern aussieht. Ich finde es mega mäßig. Und ich habe euch ja gesagt, wer jetzt meinen Kanal schon länger kennt oder den auf jeden Fall verfolgt, da hatte ich ja im Klönschnack schon erwähnt, dass ich was habe, was die Säge auf jeden Fall aufwertet. Meines Erachtens wertet das die Säge auf. Ich habe immer überlegt, ob ich mir nochmal eine neue hole. Werde ich vielleicht auch irgendwann mal machen. Aber jetzt im Moment denke ich so, nö, brauche ich eigentlich gar nicht. Jetzt durch die Sägeblätter, ja, sind jetzt irgendwie keine Grenzen gesetzt oder so. Klar, wenn ich jetzt irgendwie anfange, 80er Bohlen und dann irgendwie aufs Bongossi oder so, dann wird die Säge auch mal in die Knie gehen. Aber für das ein oder andere Hartholz bin damit super abgedeckt. Also an den Sägeblättern kann es auf jeden Fall nicht liegen. Wenn, dann ist es mal die Maschine, die nochmal in die Knie gehen wird. Also ich finde es mega. Ja, und das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen und auch erzählen. Weil, wie gesagt, ich habe diese Sägeblätter sonst nirgendwo gefunden. Hab mir sie bestellt aus England, jetzt gibt es sie in Deutschland im Dreier-Set, 99,90 glaube ich, sagen wir mal knapp 100 Euro. Also wenn ihr euch eins kaufen wollt, so oder so, hier habt ihr alle drei, seid für alles abgedeckt, ausgesorgt quasi. Ja, ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mal erzählen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wer neu auf meinem Kanal ist, kann ihn gerne abonnieren, das ist immer kostenlos. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Projekt. Euer Kreativbär. Ciao.